3. September 1978, 12.40 Uhr mitteleuropäische Zeit. Der erste Forschungskosmonaut der DDR, Oberst Sigmund Jähn, und sein sowjetischer Kommandant, Oberst Dr. Valery Bykovsky, landen mit dem Raumschiff Soyuz 29 in der Steppe von Kasachstan. Dieser gemeinsame Weltraumflug UdSSR-DDR erfolgte im Rahmen des Interkosmos-Programms, dem 10 sozialistische Länder angehören. Hier im Kosmonautenausbildungszentrum Juri Gagarin nahe bei Moskau bereiteten sich in den vergangenen 20 Jahren über 100 Menschen auf einen Weltraumflug vor. Heute hat sich ihr Kreis auf Vertreter von 12 Nationen erweitert. 1982 wird ein Franzose an der Seite eines Sowjetbürgers als erster Westeuropäer und 1983 ein Inder als erster Bürger eines Landes der Dritten Welt in den Kosmos fliegen. In Soyuz-Lehrraumschiffen und Salut-Übungsstationen trainieren die Kosmonauten alle Phasen eines Raumfluges vom Start bis zur Landung. Auf Schaukeln und in Zentrifugen werden sie hohen Beschleunigungen ausgesetzt. Selbst alte Hasen, die schon ein oder mehrmals flogen, müssen sich ständig dieser harten Ausbildung und strengen Prüfungen unterziehen. So auch Oberst Viktor Gorbatko, der mit Oberst Eberhard Köllner die Doublemannschaft des Raumfluges UdSSR-DDR bildete. Männerwohnheim nennen die Kosmonauten scherzhaft die Orbitalstation Salut 6, die seit 3 Jahren unseren blauen Planeten umkreist und bereits 12 Mannschaften beherbergte. Allein mit der Multispektralkamera MKF-6M vom VIB Carl Zeiss Jena, die ein fester Bestandteil dieser Station ist, gewannen die Kosmonauten Zehntausende von Aufnahmen der Erdoberfläche. Insgesamt wurden über 500 astrophysikalische und geophysikalische, materialwissenschaftliche und ingenieurtechnische, medizinische und biologische Experimente durchgeführt. Baikonur, der Hauptbahnhof der sowjetischen Raumfahrt, liegt in Kasachstan. Von hier aus starteten der legendäre Sputnik und alle bemannten Unternehmen seit Juri Gagarin. Die Trägerrakete für die Soyuz-Raumschiffe verfügt über 5 gebündelte Triebwerksblöcke mit insgesamt 20 Triebwerken. Die 4 äußeren bilden die erste, der zentrale die zweite Stufe. Aufgerichtet ist die dreistufige Flüssigkeitsrakete 50 Meter hoch und 300 Tonnen schwer. Ihre Triebwerke erzeugen einen Gesamtschub von annähernd 400 Tonnen und eine Leistung von 20 Millionen Pferdestärken. 26. August 1978. Valery Bykovsky und Sigmund Jähn besteigen das Raumschiff Soyuz 30. Der Countdown läuft. ...15.51 Uhr mitteleuropäischer Zeit, die Rakete hebt von der Rampe ab. ...27. August 1978, 17.38 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Der Kuss im Kosmos ist geglückt.
Mehr als 1300 Mal haben es die beiden Himmelsbrüder auf der Erde geübt. 52 Abweichungen vom Normalen mussten sie dabei meistern. Obwohl seit einem Vierteljahrhundert ein reger Verkehr im Kosmos herrscht, allein die Sowjetunion startete über 1500 Raumflugkörper, stellt sich immer wieder die Frage nach dem Nutzen der Raumfahrt. Dazu Oberst Sigmund Jähn. An sich eine Frage für Wissenschaftler, die die Perspektive der Raumfahrt werten. Ich bin der Ansicht, dass man nun nicht immer sofort einen unmittelbaren Nutzen aus jedem Raumflug sehen kann und ziehen kann. Also von Gagarin nun einen unmittelbaren ökonomischen Nutzen zu verlangen, ist einfach absurd. Aber dass der Mensch in den Kosmos fliegen muss, auf einer bestimmten Stufe der Entwicklung, wie das die Sowjetunion getan hat und auch die Amerikaner, das ist einfach ein logischer Schritt, den die Menschheit geht. Es ist schon so, dass man noch deutlicher als vorher spürt, dass sie eben nicht nur schön ist, dieser blaue Planet Juri Gagarins und Hermann Titows, sondern dass sie auch sehr leicht verwundbar ist. In eine anderthalbe Stunde ist man um die Erde herum. Man sieht einerseits, wie gewaltig groß ist sie schon, aber wiederum, sie schrumpft eben doch zusammen. Und das prägt nun, für mich scheint das jedenfalls so, doch eine bestimmte Gedankenwelt, die Verpflichtung, alles, was möglich ist, dafür zu tun, dass sie unsere schöne, friedliche Erde bleibt. Sigmund Jähn und Valery Bykovsky, zwei von weniger als 100 Menschen, die die Fesseln der Schwerkraft unserer Erde überwanden. Als Söhne der Arbeiterklasse bekannten sie sich dabei als Botschafter des Friedens ihrer Heimatländer und haben sich durch ihren Mut und ihre Leistung überall in der Welt Popularität, Achtung und Liebe erworben. Gleich ihnen werden neue Gesandte der Menschheit, wie es der UNO-Weltraumvertrag formuliert, in den Kosmos steigen.